Ja, herzlich willkommen. Ich hoffe, es kommen noch ein paar von der Ausstellung. Alle sind in der Ausstellung jetzt, aber wir haben, glaube ich, hier sehr, sehr spannende weitere Runde von inspirierenden ja, Forscherinnen, Wissenschaftlerinnen, Frauen. Ich freue mich sehr, Natascha Strobel zu begrüßen und Brigitte Buchhammer. Ja, darf kurz vorstellen. Julia Hartmann wird mich begleiten noch. Mit dann der Diskussion auch. Natascha Strobel, österreichische Politikwissenschaftlerin, Expertin für Rechtsextremismus und auch die Identitäre Bewegung, hat ganz ein wichtiges Buch, das uns quasi wie so ein roter Faden oder als Required Reading durch die Vorbereitung der Wiener Artweg geführt hat. Julia hat das Buch, vielleicht kann man es kurz hochhalten, Radikalisierter Konservatismus. Ja, wird sprechen, glaube ich, über Zeiten der Krise und was das für politische Auswirkungen hat auf uns. Und Frau Professor Brigitte Buchhammer von der Universität Wien, ja, spezialisiert auf feministische Religionsphilosophie, Gender Ethic und nicht nur an der Uni Wien tätig, sondern glaube ich weltweit im Einsatz bei Vorträgen von Berlin bis Washington und freue mich sehr auch auf Ihren Beitrag. Wir beginnen mit Frau Strobel und dann Frau Buchhammer und dann können wir noch diskutieren. Ja, für uns, glaube ich, wie wir das die Ausstellung kuratiert haben oder das Gesamtprogramm mit ja, dem Thema Challenging Orders, war es klar, dass auch viele Arbeiten in der Ausstellung sich finden werden, die in ästhetischer Form, aber dann doch in sehr politischer Form. Wir haben jetzt gerade das Panel gehabt mit Activist Art. Wir haben hier normalerweise im Hintergrund das von den Guerilla Girls das Video laufen und die Plakataktionen. Also es zieht sich auch das politische Engagement in der Kunstwelt durch diese Ausstellung, auch feministische Positionen. Ich glaube, Sie haben die Ausstellung schon gesehen. Ich weiß nicht, ob Sie die Möglichkeit hatten, kurz durchzugehen. Aber ich freue mich jetzt sehr auf Ihre Impulsvorträge. Danke. So, alle hören mich? Gut. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Danke, dass ich da sein darf. Mein Part ist jetzt ein bisschen dieses Challenging Orders und die Idee von Ordnung und Krise und Neuordnung von der autoritären Seite her zu beobachten. Denn also beginnen wir mal so, die Gegenwart ist krisenhaft. Ich meine, das brauche ich, glaube ich, niemandem sagen, das sehen wir alle. Wir erleben nicht nur eine Krise und wir erleben die Krise nicht parallel, sondern wir erleben eine Vielzahl an Krisen, die ineinander verwoben sind, auftürmen, sich gegenseitig verstärken, sodass eigentlich nicht klar ist, wo eine beginnt und wo eine andere aufhört. Und hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, auf das Ganze zu reagieren. Das eine, und das sehen wir vor allem bei sozialdemokratischen oder in den USA bei den Demokraten, Parteien, die bewahren wollen, die den Status quo wiederherstellen wollen, eine alte Normalität wiederherstellen wollen, ja, so 2014 oder so wiederherstellen möchten. Und eigentlich ist es eine konservative Position, ja, im Wortsinne konservative Position, konservare, konservieren. Das geht auch noch rein bis in konservative Parteien, aber, und das ist die zweite Position, es gibt auch diese Position, dass man diese Krisen nicht mit einem Zurück, nicht mit einem Bewahren des Status quo dem beikommen kann, sondern mit einem Überwinden der Krise. Und diese Krisen kann man überwinden auf eine solidarische Art und Weise, das wären so klassisch linke Positionen, progressive Positionen, ja, da gibt es verschiedene Nuancierungen, wie das gehen soll, oder auf eine autoritäre Art und Weise. Man kann auch autoritär bewahren, ja, aber quasi dieses Überwinden der Krise auf eine autoritäre Art und Weise heißt, dass die Welt danach eine andere ist, eine autoritärere ist, eine hierarchischere ist. Und das Spannende ist, dass wir diesen Schnitt zwischen Bewahren und Überwinden, dem Sprung nach vorne, mittendurch klassisch konservative Parteien sehen. Ja, das heißt, wir haben die konservativen Parteien, die an dem Nachkriegskonservatismus festhalten. Das war so klassisch Angela Merkel, CDU und so weiter. Und dann sehen wir eine Fraktion im Konservatismus, die dieses autoritäre Überwinden der krisenhaften Gegenwart wollen. Und das ist eine Position, die wir
zum Beispiel bei den Republikanern in den USA sehen, die wir bei den Tories unter Boris Johnson gesehen haben, Brexit, die wir eigentlich beim Vorbild von allen, Viktor Orban, in Ungarn sehen mit der Fidesz und die wir auch in Österreich gesehen haben mit der ÖVP unter Kurz. Und dieses Überwinden, dieses autoritäre Überwinden der Gegenwart bedeutet, dass man nicht mehr stabilisieren will. Das heißt, die konservativen Parteien, die in der Nachkriegsdemokratie ein Stabilitätsfaktor waren im prekären Ausgleich mit der Sozialdemokratie, werden ein Destabilitätsfaktor. Wollen nicht mehr den Status quo erhalten, wollen nicht mehr den Konsens erhalten, sondern wollen eine autoritäre Neuordnung der Wirklichkeit. Das bewirkt, dass wir konservative Parteien und dazu noch konservative Parteien, die an Regierungsmacht sind, sehen, die plötzlich die Methodik und die Strategien anwenden von Parteien der extremen Rechten. Sodass man eigentlich, wenn man nicht mehr den Namen davor stehen hat, nicht mehr sagen kann, ob ein Statement von einem konservativen oder von einer klassisch extrem rechten Partei ist. Ich sage nur, meine Positionen waren vor ein paar Jahren, haben noch als rechtsextrem gegolten und das bringt das eigentlich ziemlich auf den Punkt. Und für, also das hat Sebastian Kurz damals gesagt, zu seinen Migrations- oder Flucht-Asyl-Positionen. Für, also diese Radikalisierung nach rechts ist aber kein bloßer PR-Gag, das ist nicht nur politischer Nihilismus, das ist auch politischer Nihilismus, es ist Kalkül, es ist, um an die Macht zu kommen, es ist all das, es ist ein Machtprojekt, aber es hat eine Basis, es hat eine soziale Basis in der Bevölkerung. Und diese soziale Basis ist das, was Wilhelm Heidmeier, großer deutscher Sozialwissenschaftler, die hohe Bürgerlichkeit nennt. Die rohe Bürgerlichkeit ist eine Form der Rohheit innerhalb des Bürgertums, die spezifisch ist für das Bürgertum. Rohheit ist mal nichts Spezifisches von einer sozialen Klasse, von einer Schicht, das kommt in der ganzen Gesellschaft vor. Aber es gibt eine spezifische Form von bürgerlicher Rohheit, die sich hinter einer glatten Stilfassade verbirgt und die hinter diesen quasi hinter dieser Glattheit, hinter diesem vermeintlichen formalen Einhalten von Etikette, Abwertung und Rhetoriken der Abwertungen verbirgt. Und diese rohe Bürgerlichkeit ist quasi die soziale Basis für den radikalisierten Konservatismus, wie ich es nenne. Ich kann noch immer nicht glauben, dass Surkamp das auf einen Titel gegeben hat, weil das ist ein Zungenbrecher. Wenn man es ganz schnell dreimal hintereinander sagt, erscheint Sebastian Kurz, aber nein. Scherz beiseite. Diese Radikalisierung innerhalb von konservativen Parteien bedeutet quasi den Bruch mit dem Nachkriegskonservatismus und bedeutet mindestens eine Autoritarisierung des ganzen politischen Spektrums, vor allem von konservativen Parteien, bis hin zu von Faschisierungsprozessen, die damit befördert werden. Ja, es gibt eine ganz lange Diskussion, ist das jetzt schon Faschismus, was wir sehen? Diese Diskussion wird vor allem bei Trump geführt, ja, weil das ist natürlich in diesem ganzen Spektrum, gibt es natürlich auch verschiedene Ausprägungen und da ist Trump auf jeden Fall das extremste Fall mit der Gewalt vom 6. Januar. Sehr unfreundlich geführte Debatte, wer das nachlesen will, alles sehr öffentlich. Ich halte es gar nicht für die entscheidende Frage, ob das jetzt quasi, ist das jetzt Vollfaschismus oder ist es nur zu 80% oder zu 85% oder auch nur zu 60%, sondern die Frage ist doch, was sind die 5, 10 oder auch 20 Schritte vor Faschismus? Ja? Das muss gar nicht sein, dass diese Parteien dann quasi den Faschismus bringen, aber sie sind ein Schritt, sie sind ein qualitativer Schritt, der es wahrscheinlicher macht in der Zukunft. Und das ist eine Rolle und das ist eine gefährliche Rolle, auch eine, die historische, man soll ja nicht zu viel vergleichen, ja, weil Geschichte wiederholt sich nicht, Geschichte reimt sich. Und manchmal reimt sie sich auch nur ganz schlecht, aber die Parallelen sehen wir auch. Es ist leider so, dass uns oft beigebracht wird, quasi
33, 38, wuff, da hat sich die Erde aufgetan und dann war quasi das dunkle Zeitalter und dann 45 und dann hat sich die Erde wieder aufgetan und dann war alles vorbei. So ist es ja nicht, ja, sondern also sowohl 33 als auch 38 sind Kumulationen des davor. Und da gibt es ganz, ganz viele Stränge, die diesen historischen Moment möglich gemacht haben. Und ein Strang war das Abkippen von bürgerlichen Kräften, war, dass bürgerliche Kräfte lieber mit Faschisten zusammengearbeitet haben als mit der Gegenseite. Und wenn es nicht eine Zusammenarbeit war auf organisatorischer Ebene, dann, dass sie das Denken befördert haben. Und dieses Denken ist damals wie heute ein Denken im Kulturkampf, ein Denken in Emotionalisierung, ein Denken, indem man Angst zur Waffe macht, Angst zur Waffe macht gegen verschiedene Gruppen und indem man Verschwörungen bedient. Ja, dass alle die Gruppen, die man nicht mag, irgendwie mystisch miteinander verbunden sind und dass man das eigentliche Opfer ist. Und diese Tendenzen gibt es heute auch wieder von verschiedenen Akteurinnen. Einer davon ist der radikalisierte Konservatismus, der auch deswegen so gefährlich ist, weil er an der Staatsmacht ist. Und weil er den Staat, dem er vorsteht, als Präsident, als Prime Minister, als Bundeskanzler, als was auch immer, nicht zerstört. Das ist immer so dieses historisch-faschistische Versprechen, wir kommen an die Macht und dann zack, 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 zerstören wir das alles. Der radikalisierte Konservatismus macht was anderes, er hüllt es aus. Also die Hülle ist da und von außen schaut alles noch so aus, wie es ist, aber quasi von innen ist es ausgehöhlt, ja, indem man Löcher reinschlägt in den Rechtsstaat, in die Judikative, indem man das Parlament schwächt, indem man das Parlament abwertet. Also die verschiedenen Institutionen des Staates, Zivilgesellschaft, NGOs, die Presse. Und indem sie einfach den Stoff, aus dem die Demokratie gemacht werden, schwächen und brüchig machen. Und ja, das ist aber nicht der Grund der Krise, ist nicht, und damit höre ich dann schon auf, der radikalisierte Konservatismus, sondern der radikalisierte Konservatismus ist, das hat er beim Faschismus gemeint, eine Antwort, ein Symptom der Krisen. Er ist nicht die Ursache der Krise. Und das ist wichtig zu verstehen, denn das, was ich vorher gesagt habe, so ähnlich wurde es oder wird es noch teilweise diskutiert, quasi Trump war plötzlich da und das war alles furchtbar und jetzt ist er weg und jetzt sind wir back to normalcy, back to decency, restoring the soul of America. Das geht nicht, weil selbst wenn Trump nicht mehr zurückkommt, solange die Bedingungen da sind, und das ist die Krise und das sind die multiplen Krisen, solange wird es immer wieder einen neuen Trump geben oder einen neuen Ron DeSantis vielleicht. Ja. Aber die Rolle derer, die ein autoritäres Versprechen zur Überwindung der Krisen abgeben, die wird immer gefüllt werden, solange diese Krisen da sind und solange es keine mehrheitsfähigen solidarischen Krisenantworten gibt. Danke. Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, da könnten wir gleich viele Fragen jetzt anschließen. Vielleicht eine stelle ich kurz. Bevor ich dann weitergebe, sind diese multiplen Krisen einfach noch zu schwach? Müssen die noch größer werden, damit man dann wieder zur Vernunft kommt, damit diese Polarisierung verschwindet, damit man in den Dialog wieder tritt, damit man wirklich an das Gemeinwohl wieder an der Welt denkt, wo es an einem Großteil wieder gut geht, sozusagen, Solidarisierung eintritt, etc.? Also das eine ist, glaube ich, dass es eine ganz schwache und falsche Antwort ist zu sagen, wir wollen einfach nur zurück oder wir wollen, dass es nur so ein bisschen schlimmer wird und nicht ganz schlimm wird. Ja? Wir versprechen, es wird nur so halb furchtbar, weil die Ursachen der Krisen ja in dieser alten Normalität liegen. Also die alte Normalität war für ganz viele einfach nicht gut. Es hat viele Ausschlüsse produziert, ist in eine Schieflage gekommen. Also das darf man ja nicht vergessen, nur weil das Jahr 2014 jetzt in der Rückschau irgendwie nostalgisch besser wirkt als das Jahr 2022, verstehe ich schon, ja. Aber braucht man nicht glauben, dass es so toll war. Also das halte ich für kein gutes Versprechen.
Das, was man nicht gewohnt ist, ist, man wird um jeden Millimeter kämpfen müssen. Man muss darum kämpfen, dass Fakten Fakten sind, was Fakten bedeuten, was eine wissenschaftliche Methode ist, was Nachvollziehbarkeit bedeutet, dass man nicht einfach reinplären kann. Es ist eh schon zu spät. Die Klimakrise zum Beispiel, wir passen uns jetzt an und machen jetzt überhaupt nichts mehr, um die Klimakrise zu bekämpfen. Das hat man ja bei der Pandemie gesehen. Man muss jetzt um jeden gesellschaftlichen Raum kämpfen. Es gibt nichts mehr, was quasi unumstritten ist. Und das muss man auch annehmen. Das ist bitter, aber man muss es auch annehmen, sonst passiert genau das, was nach 2016 in den USA passiert ist. Man steht da und sagt so, oh, kann der das machen? Kann der das machen? Das darf der nicht machen. Warum macht er das? Und dann steht man ganz da und sagt, oh, jetzt hat er es doch gemacht. Und er ist trotzdem Präsident. Und es gibt keinen Schiedsrichter, der von oben herabkommt und sagt, stimmt, er darf es nicht machen. Rote Karte oder gelbe Karte. Das passiert nicht. Ja? Man muss um, es gibt keine kosmische Gerechtigkeit, man muss um diese Gerechtigkeit selbst kämpfen. Ja, ich Kann uns bedanke mich. Religion helfen, kann uns Feminismus helfen, kann uns Bildung helfen. Ich werde keine Antworten geben. Ich sage zu meinen Studierenden immer, es ist mir sehr wichtig, wenn sie mit mehr Fragen hinausgehen, als sie hereingekommen sind. Sie sollten mehr Probleme Kritisches haben. Denken. Ja, genau, mehr Probleme. Also wenn irgendwer sagt, ich bin ganz zufrieden mit allen Antworten, dann war ich ganz unglücklich als Lehrende. Sondern, also ja. Ja, ich kann einfach nur ein paar theoretische Überlegungen geben, welchen Beitrag kann Philosophie als eigenständige Kulturleistung einbringen in öffentliche gesellschaftspolitische Debatten hinsichtlich der Kritik an Krisenphänomenen unserer Zeit, wie zum Beispiel an den vielfältigen Formen von Entsolidarisierung überall auf der Welt, der Kritik an politischen Verfallsformen, an defizitären Konzeptionen von Demokratie und Zivilgesellschaft, an Reduktionismen und Verzerrungen im Begriff des Staates, der Freiheit, der Gerechtigkeit, Reduktionismen im Begriff des Menschen, die stets zu Ungerechtigkeit, Diskriminierung und Menschenverachtung führen, Reduktionismus im Begriff des Menschen, zum Beispiel Transpersonen oder Non-Binary-Personen oder alles, was Racification betrifft, also diese, das meine ich damit, so, wenn ich so ein bisschen verallgemeinert spreche. Wichtig ist, Philosophie sieht eine Aufgabe auch in kritischer Reflexion auf den Sprachgebrauch. Beispiel ist, wie zum Beispiel die extreme Rechte sämtliche linksliberale humanistischen Begriffe missbraucht und dann steht man da und es ist sehr schwer dann zu argumentieren, wenn die sagen, naja, nicht, die operieren mit denselben Begriffen und sagen, wir meinen nicht das Gleiche. Und das ist, also da muss man vielleicht dann noch diskutieren, wie das in die Mitte der Gesellschaft hinein drängt, das ist dieses Aushöhlen ein bisschen, glaube ich. Das ist also, das fände ich als Aufgabe der Philosophie wesentlich, die kritische Reflexion auf den Sprachgebrauch. Aber Menschen verfügen grundsätzlich über die Kompetenz, die grundlegenden Fragen, die kritischen Fragen, die Sinnfragen zu stellen. Jene Fragen, die für Menschen von unbedingter Bedeutung sind. Philosophie ist die Verteidigerin jener kritischen Denkfähigkeit des Menschen. Ihre Aufgabe liegt darin, die Menschen in ihren ureigensten Kompetenzen des kritischen Denkens zu ermächtigen und zu ermutigen. Also Philosophie als grundsätzliche Reflexion des Menschen auf sich. Sie ist die methodische, systematische Form menschlicher Selbstreflexion. Ein nächster Punkt wären jetzt moralphilosophische Aspekte. Im Sinne Kants Moralphilosophie, da kann man auch diskutieren nachher, warum ich gerade den Kant hernehme, wo ja die Debatten momentan sehr, ist Kant ein Rassist? Also bitte, das kann man wirklich auch diskutieren. Ich beziehe mich jetzt trotzdem auf Kant, weil ich denke, dass das Grundgebäude brauchbar ist. Also für emanzipatorische Bewegungen ist es durchaus sinnvoll, auf Aspekte zurückzugreifen. Und man kann auch mit diesem Grundgebäude Kant selber kritisieren. Also das wäre jetzt einmal, also die Menschenwürde jedes Menschen jederzeit überall auf der Welt zu achten. Was bedeutet denn das? Das sagt sie ja mal so schön, ne? Das ist so,
Ich darf Menschen nicht bloß instrumentalisieren, zum Ding für meine Interessen machen. Wie instrumentalisierend läuft aktuell die Asyldebatte? Wie instrumentalisierend im Hinblick auf die Menschen künftiger Generationen läuft die Klimadebatte? Werden da die Menschen zukünftiger Generationen als Personen in ihrer Menschenwürde ernst genommen, wenn wir ihnen die Grundlagen für ein menschenwürdiges Leben frei von Not und Elend zerstören? Das Klimakrise und Sozialverantwortung, das muss man zusammendenken. Das ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Ein anderer Aspekt in Kants kategorischem Imperativ ist der, Menschen als entscheidungsfähige Personen ernst zu nehmen und sie in der Erreichung ihrer von ihnen selbst gewählten Zwecke in nicht paternalistischer Weise zu unterstützen. Sehen wir uns vor dem Hintergrund dieser philosophisch-ethischen Grundüberlegungen die aktuelle gesellschaftspolitische Situation an, im Umgang mit Asylsuchenden, in all den Entscheidungen bzw. Nichtentscheidungen hinsichtlich der Klimaproblematik in Bezug auf Menschen zukünftiger Generationen. Auch die gesamte Frage der Bildungspolitik muss hier ins Auge gefasst werden, der Gesundheitspolitik und der Situation der Frauen und der LGBTIQ-Personen. Achtung der Menschenwürde jedes Menschen bedeutet Verachtung, Spott, Geringschätzung, Herabsetzung und dergleichen zu vermeiden. Die Beispiele von Spott und Verachtung, also in den Chats, ich sage das jetzt, wie es ist, in den Chats, da braucht man ja gar nicht reden davon. Also das liegt ja auf der Hand, wie da über Menschen in einer Verachtung radikal konservatistischen Menschen in dieser Weise sprechen, bringen sie diese Art der Verachtung in die Mitte der Gesellschaft und das wird salonfähig. Und da sehe ich halt auch von der Philosophie her, da müssen wir einfach prinzipiell arbeiten, an den Grundlagen arbeiten. Also Autonomie im Sinne von Selbstbestimmung und Selbstgesetzgebung. Autonomie als Selbstgesetzgebung bedeutet in Bezug auf jeden Menschen Folgendes: Selbstbestimmung als Möglichkeit, das eigene Leben selbst zu bestimmen, zum Beispiel Partnerinnenwahl hinsichtlich der Anerkennung von nicht-heterosexuellen Beziehungen, das ist sehr wesentlich für LGBTIQ-Personen, oder des Abtreibungsrechts. Selbstbestimmung und Abtreibungsrecht, also eine feministische Bewegung, die da nicht eindeutige Position bezieht, kann sie nicht feministisch, also das sage ich jetzt einmal so ganz, das ist dann auch fragwürdig, nicht? Dann gehen wir zum Strickverein. Selbstbestimmung oder Strickerinnen, wie das gendermäßig korrekt sagt. Selbstbestimmung als Möglichkeit, an politischen Entscheidungsfindungsprozessen zu partizipieren. Da wären Überlegungen zu deliberativer Demokratie aktuell sehr angebracht, im Unterschied zu problematischeren Formen direkter Demokratie. Also ich würde von philosophischen Argumentationen her für deliberative Demokratie plädieren. Das kann man auch diskutieren, dann eventuell im Unterschied zu einer direkten Demokratieform. Selbstbestimmung bedeutet aber auch, sich einzusetzen für Rede-, Presse- und Versammlungsfreiheit. Grundlegend für Selbstbestimmung ist es, für sozialstaatliche Regelungen zu sorgen, zur Ermächtigung bisher benachteiligter Personen. Sozialstaatlich die Grundlagen zu schaffen, damit Menschen überhaupt die Möglichkeit haben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Thema wäre hier bedingungsloses Grundeinkommen zum Beispiel, gerechtes Arbeitslosengeld und selbstverständlich fällt darunter auch unter Gender-Perspektive diese furchtbare Ungerechtigkeit, geschlechterspezifische Ungerechtigkeit. Deliberative Demokratie wäre, dass die von den gesetzlichen Regelungen Betroffenen mitentscheiden können, zum Beispiel in der Asylpolitik oder eben die KlimaaktivistInnen auf ernst gemeinte Weise, nicht nur so pseudo, sondern auf ernst gemeinte Weise eingeladen werden in Gesetzesfindungsprozesse und aber eben auch in der Asylpolitik, wenn Asylwerbende eingeladen würden, mitzudiskutieren über die Regelungen, die sie dann ja unmittelbar betreffen. Nicht? Also das meint deliberative Demokratie unter anderem.
Menschen in ihrer Menschenwürde zu respektieren, bedeutet aber auch die eigene Menschenwürde zu achten. Das heißt, ich muss im Verhältnis zu anderen meinen Wert als den eines Menschen behaupten. So sagt Kant, mache dich anderen nicht zum bloßen Mittel, sondern sei für sie zugleich Zweck. Werdet nicht der Menschenknechte, lasst euer Menschenrecht nicht ungeahndet von anderen mit Füßen treten, ist ein direktes Zitat. Da schließen meiner Meinung nach moralphilosophische Überlegungen zu einer moralischen Verpflichtung zum Widerstand und zu Protest an. Also das, wo immer, also insofern ist Moral Ermächtigung, Ermutigung zum Protest, zum Widerstand, dort, wo Menschen instrumentalisiert, gedemütigt, erniedrigt, ausgebeutet und gewaltförmig behandelt werden. Aber auch Protestbewegungen müssen doch auch reflektieren unter moralischem Aspekt, wie weit respektiere ich die Menschenwürde der Menschen auch in der Protestbewegung. Menschen als autonome, entscheidungs- und handlungskompetente Personen anzuerkennen, würde auch bedeuten, von Geschlechterklischees Abschied zu nehmen. Jeden Menschen als Person anzuerkennen bedeutet, jeden Menschen in seiner, ihrer Individualität ernst zu nehmen, weil alle Menschen selbst zweckgesetzende Personen sind, das heißt in der Lage sind, ihre je individuellen Handlungen zu setzen. Das heißt, keine Menschen dürfen aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung Benachteiligungen erwachsen. Auch aus intersektionaler Perspektive ist die Verflechtung der Kategorien Gender, Racification and Class hier sehr wesentlich. Jetzt bin ich gebeten worden, doch zur Religionsphilosophie etwas zu sagen. Challenging Orders ist das Thema, ne? Also Sie können das. Sie haben. Sie Challenging Orders. Ja, jetzt ist die Frage. Also, vielleicht soll ich zuerst nur ein bisschen. Ich meine, wie viel Zeit habe ich denn? Wir noch? Haben genug Zeit. Dass ich nicht jetzt da irgendwie. Weil, wenn ich anfange einmal, dann geht das dahin. Das ist also. Rechtsphilosophische Überlegungen wären, dass aus dem moralischen Gesetz im Sinne Kants, also ich beziehe mich jetzt wieder auf Kant, leiten sich zwei verschiedene Weisen von Gemeinschaftsbildung ab. Einerseits sind wir von der Moral her aufgefordert, Rechtsstrukturen zu entwickeln, demokratischen Rechtsstaat auf dem Boden des Menschenrechts, das ja Kant auch ausformuliert hat. Da gibt es sehr spannende Überlegungen zu internationalen Rechtsbeziehungen und mit dem Begriff des WeltbürgerInnenrechts führt er auch eine Kategorie ein der moralischen Pflicht zur weltweiten Solidarität mit Menschen. Darin ist auch angesprochen ein menschenwürdiges Asylrecht. Besuchsrecht ist ein, sagt Kant, jedem Menschen zustehendes Recht. Das ist nicht bloß eine gönnerhafte Geste des Aufnehmerlandes, sondern das ist ein Recht. Menschen haben einen Rechtsanspruch auf Besuchsrecht. Das heißt, Kant zufolge bedingt das Besuchsrecht, dass von Seiten des Fremden, der kommt, der Anspruch auf einen Aufenthalt auf Zeit erhoben werden kann. Dieser kann nicht verweigert werden, wenn ein solches Abweisen die Vernichtung des Fremden implizierte. Also das Aufweichen der Menschenrechte in diesem Kontext ist absolut, das geht nicht. Das ist also, das kann man nicht, das ist, also man kann einen Menschen nicht in die Vernichtung schicken, das geht einfach nicht. Menschen ist die Aufgabe aufgegeben, an der Verbesserung des Rechts national und international zu arbeiten, sich für die Vermehrung von Gerechtigkeit und Solidarität zu engagieren. Politische Freiheit, so Arendt, beziehe ich mich auf Hannah Arendt, meint das Recht der Menschen, in den öffentlichen Raum zugelassen zu werden, als TeilnehmerInnen an öffentlichen Angelegenheiten mitberaten und mitentscheiden zu können. Der Staat, so Arendt, ist in seiner Existenz niemals unabhängig vom Handeln der Menschen. Staat als der politisch-öffentliche Bereich ist der sichtbare Ort, an dem Freiheit sich manifestiert. Die Gefahr, die jederzeit besteht, liegt in den Entpolitisierungsprozessen, wenn Menschen einerseits kein Interesse mehr an der Gestaltung des öffentlichen Raums haben, wenn dieser öffentliche Raum der Debatten durch Lügen und Faktenverdrehungen zerstört wird. Welt im Sinne Arendts ist dieser Handlungsraum, der immer entsteht, wenn Menschen zusammen handeln.
Entpolitisierung oder eben auch durch Lügen und Faktenverdrehung, Zerstörung dieses öffentlichen Raums, sodass am Ende keiner mehr weiß, was Wahrheit ist. Diese Entpolitisierung ist Weltverlust und ist Weltzerstörung im Sinne Arendts. Ja, und die zweite Art von Gemeinschaftsbildung ist im Sinne Kants ist die Gründung des ethischen Gemeinwesens, das heißt einer moralischen Weltgemeinschaft, eine solidarische Verbindung der Menschen weltweit. Die moralische Weltgemeinschaft ist auch Ort der Sensibilisierung für verletzende und demütigende Strukturen, ein Ort des durchaus auch streitbaren Diskurses über die aktuellen gesellschaftlichen relevanten Probleme. Damit Menschen einander unterstützen können, auch in moralischer Hinsicht, ist eben das ethische Gemeinwesen als moralische Weltgemeinschaft wesentlich, als Ort der Einübung in Zivilcourage. Wo können wir lernen Zivilcourage? Wie können wir einander unterstützen und ermutigen in Aktionen der Zivilcourage? Und da wird jetzt die Religionsphilosophie, haben wir noch Zeit oder ja, soll ich? Also ich werde jetzt das kürzer machen. In der Religionsphilosophie ist einmal die Frage, wo überhaupt die Menschen, ist der Ort der Religion? Wo bricht die Frage oder wo bricht diese Dimension der Religion? Danke. Ich bin so trocken. Danke, das macht nichts. Vielleicht ergießt sie das dann. Also wo ist der Ort der Religion im Menschen? Wo bricht es auf? Das ist, also interessant ist für mich deshalb auch die kantische Religionsphilosophie, weil er sagt, die ganze Frage nach der Religion steht unter dem Aspekt des Dürfens. Was darf ich hoffen? Ich darf religiös sein, niemand aber kann mich zwingen. Niemand kann mich zwingen, religiös zu sein. Was darf ich hoffen? Wichtig ist zu bedenken, dass Religion unter dem Aspekt des Dürfens steht eben, im Menschen ist ein unstillbares Bedürfnis angelegt, dass moralisches Engagement nicht sinnlos sein darf, dass unser Handeln nicht sinnlos sein darf. Ein unstillbares Bedürfnis nach Sinn, nach Hoffnung. Dieses Vernunftbedürfnis, diese Forderung der Vernunft nach Sinnhaftigkeit unseres Handelns ist der existenzielle Ort von Religion. Da darf man, also da dürfen religiöse da bricht es auf, aber es ist erlaubt. Man kann das auch also atheistisch lösen, aber er sagt, wenn wir jetzt fragen, wo die Religion aufbricht, dann genau dort, wo Menschen dieses Bedürfnis nach Sinnhaftigkeit ihres Tuns und auch, also wo die Hoffnungslogik aktuell ist. Da sagt er, die praktische Vernunft kann dies nur fordern, diese Sinnhaftigkeit, mein Handeln möge doch Sinn haben, das kann die Vernunft fordern, aber gelangt hier zu keinem theoretischen Beweis. Dieser Vernunftglaube ist die Grundlage aller historisch entstandenen Glaubensformen, liegt jedem gewachsenen Glauben zugrunde. Im Menschen ist die Kompetenz angelegt, dieses Sinnbedürfnis durch Geschichten und Erzählungen auf narrative Weise auszudrücken. Und da kommen wir dann zu den sogenannten heiligen Texten. Nicht? Also Menschen haben ein Bedürfnis, dieses Sinnfragen in Geschichten zu erzählen. Die erzählen sie das in Geschichten. Auch die Kunst ist ein Ort, wie Hegel sagt, wo Menschen sich darüber auf bildhafte und anschauliche Weise verständigen, was für sie im Leben das Allerwichtigste ist, woraufhin es sich lohnt, zu leben, zu handeln und im politischen Engagement auch Protest und Widerständigkeit zu zeigen. Kunst als Ort des Protests, des Widerständigen. Aus feministischer Perspektive, also ich habe die Ausstellung, die mir übrigens sehr, sehr gut gefällt, ich muss das jetzt wirklich sagen, ich war sehr begeistert. Und also, wie kommen Frauen vor in der Kunst? Als Akteurinnen, als KünstlerInnen oder als nackte Objekte, also so. Also aus feministischer Perspektive würde die Kunst der Ort des Protestes sein. Und also wäre Kritik zu üben am Kunstmarkt und an der neoliberalen Vereinnahmung von Kunst und Kunstwerken. Mir ist wesentlich, an diesem Ort zu betonen, dass man sich auch, also von der Philosophie her, sich engagieren müsste für ein Menschenrecht auf künstlerischen Ausdruck weltweit. Wo können auf der Welt Frauen sich künstlerisch ausdrücken und können das nicht, weil es,
wie kann sinnvoll von Gott gesprochen werden, das lasse ich jetzt ein bisschen weg, weil mir wichtig ist eigentlich, ja, wichtig ist vielleicht der Gedanke, dass das immer problematisch ist. Die Gottesidee ist eine Idee der menschlichen Vernunft und problematisch wird es, wenn man diese Idee der Vernunft in den Bereich der sinnlichen Welt herunterbricht und den Gott dann als sinnlichen Gegenstand wie die Wasserflaschen sieht. Nicht? Also dann wird es problematisch, diese Idee der Vernunft. Und für diese Idee der Vernunft, die Gottesprädikate, die drücken eigentlich die Verbindung, die Beziehung des Menschen zu Gott aus und sagen nichts über den Gott selber. Also und von der Moral her erlaubte Gottesprädikate wären Heiligkeit, Gerechtigkeit und Güte. That's it. Ja? Also da, nicht Männlein, nicht Weiblein, sondern da geht es um Liebe oder um Solidarität, um Güte. In der Lutherbibel, und das hat Kant aufgenommen, ist Gott als Herzenskündiger in gedacht. Also so eine ganz eine vertrauensvolle Beziehung, ganz was Vertrauensvolles, der unsere Herzen genau kennt. Das ist so ganz kurz gesagt. Und die Kirche, das ist jetzt eigentlich mein Schlusspunkt und das Wesentliche, auf das man ankommt, dass sozusagen mit diesem Konzept von Religion, die ihren Ursprung hat in der Sehnsucht des Menschen nach Sinnhaftigkeit, dass man sagt, auf dieser Grundlage kann man aber alle bis heute bestehenden Religionsgemeinschaften kritisch beleuchten. Religion ist die Überzeugung, dass die moralischen Pflichten Gebote Gottes sind. Er meint das jetzt, das, was er im kategorischen Imperativ ausformuliert. Die moralischen Pflichten. Auf dem Boden von Kants Religionsphilosophie gibt es auf dem Boden der Vernunft nur eine Religion, nämlich die Vernunftreligion, aber viele verschiedene Glaubensformen, Glaubensarten und Religionsgemeinschaften. Es gibt viele sinnliche Vorstellungsarten des göttlichen Willens. Er differenziert zwischen Vernunft, Glauben auf dem Boden der Vernunft allein, aus dem Vernunftbedürfnis nach Sinnhaftigkeit einerseits und den Kirchenglauben andererseits, das sind die verschiedenen Glaubensformen, sogenannte heilige Narrative und Praktiken, Kultformen. Diese historisch entstandenen Narrative und Kulte sind aber bloßes Hilfsmittel, bloß Vehikel für die menschliche Vorstellungskraft, um zu erkennen, was sozusagen moralisch von uns gefordert wäre. Wie erkennt man aber jetzt, dass die Erzählungen der Heiligen Schriften oder kirchlichen Regelungen tatsächlich Gott gewollt, unter Anführungszeichen sage ich jetzt einmal, immer im Sprachspiel des Glaubens, muss man das sehen, nicht? Also Gott gewollt im Sprachspiel des Glaubens. Der Maßstab der Prüfung ist immer das moralische Gesetz, wie Kant es ausformuliert. Alle Praktiken, die dem moralischen Gesetz widersprechen, diesem Verbot der Verobjektivierung und dem Gebot der Anerkennung der Personwürde und dem Gebot der Liebespflichten, das heißt Menschen auf nicht paternalistische Weise in der Erreichung ihrer selbstgewählten Ziele zu unterstützen, alle Praktiken, Narrative, Kultregelungen, die dem widersprechen, sind zurückzuweisen als unhaltbar. In der Menschheitsgeschichte gibt es viele fehlerhafte Versuche bis heute. Die wahre Kirche wäre eine Gemeinschaft von Menschen, die im Geiste des moralischen Gesetzes, wie Kant es formuliert, miteinander in einer Haltung der Solidarität weltweit verbunden sind. Er nennt es eine freiwillige, allgemeine und fortdauernde Herzensvereinigung. Wichtig ist, dass wir unsere eigenen Religionsgemeinschaften immer kritisch prüfen. Jetzt der Gottesdienst. Gottesdienst ist eigentlich unser Engagement in der Welt, sich mit heiterem Herzen für das Weltbeste zu engagieren. Alles, was der moralischen Entwicklung, der Sensibilisierung für die Bedürftigkeit und die Not der Menschen dienlich ist, ist wertvoll. Der Kern aller Erzählungen und kultischen Handlungen muss die reine moralische Religion sein, wie oben kurz erläutert. Das heißt, die Riten und heiligen Texte müssen so verfasst sein, dass sie unsere Autonomie stärken. Also im kantischen Sinne müsste die Kirche sich in ihrer Praxis selbst abschaffen. Die müsste die Menschen autonom machen, dass all along die Kirche nicht mehr braucht wird. So wäre das gedacht. Ich meine, das ist halt die Philosophie. Nicht? Und wenn eine Glaubensgemeinschaft
Also das geht im Befähigen, im Zivilcourage in der Welt und so weiter. Wenn eine Glaubensgemeinschaft Dinge von Menschen verlangt, die dem moralischen Gesetz widersprechen, so ist das ein Fetischglaube. Afterdienst, sagt Kant. Ganz, also da ist er ganz drastisch, das nennt er Afterdienst. Darin besteht die Aufklärung, erst durch diese Unterscheidung wird der Gottesdienst ein der Autonomie und Freiheit eines jeden Menschen würdiger Dienst. Die Befähigung, also ja. Darf ich kurz, das, der Afterdienst ist nur und dann bin ich eh schon fertig. Okay, Sie haben nicht so viel versprochen, Sie sind in Fahrt gekommen. Ja, okay. Hör mal auf, den Afterdienst. Nein, es war da nur eben, dass dieser Fetisch, glaube, dass er mit der Kritik am Afterdienst eigentlich auch ein Instrumentarium in die Hand gibt, verschiedene Verschwörungsphantasmen und Weltanschauungen kritisch zu beleuchten. Das ist nur eigentlich mein Schlusspunkt, weil dort wird es für mich hingehen, wann Religion überhaupt einen Sinn hat, dann in diesem Sinn, dass man befähigt wird im kritischen Denken und nicht, wie es jetzt immer passiert, dass die Religion eigentlich oder Jahrtausende lang eigentlich die Menschen geformt hat, hierarchisch und Gehorsamkeitsempfänger, aber in dem Sinn wäre das eigentlich ein Ort der Förderung der Autonomie und des kritischen Denkens und mit dem Instrumentarium, was er da als Kritik am Afterdienst, na, das ist aber wirklich auch die Verschwörungsphantasmen und alle Weltanschauungen, die Menschen entsolidarisieren und demütigen und klein machen. Und auch Inszenierung. So, jetzt vielen herzlichen Dank für Ihre Geduld. Vielen Danke. Ich muss stoppen, auch wenn ich Absolvent des Bischöflichen Gnadenseminars bin und denen dann auch lange zuhören würde. Julia, hast du eine Frage oder kann ich darf vielleicht anfangen mit einer Frage gleich. Sie haben beide erwähnt, wir müssen da kämpfen, wir müssen handeln, wir müssen dagegen auftreten, wir müssen Leute zur Vernunft auch führen, so wie es Voltaire auch gesagt hat. Für mich ist die Frage, haben die Leute das Interesse überhaupt und was kann unsere Gesellschaft machen über Bildung oder anderes? Wie sehen Sie das, dass die Leute wirklich auch alarmiert sehen, aufstehen und nicht nur abwarten und dann plötzlich aufwachen im Faschismus? Ich bin ja weniger Voltaire und mehr Marx, aber da gibt es die schöne Passage mit alle Verhältnisse umwerfen, die aus dem Menschen ein geknechtetes und so weiter Wesen machen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Ich glaube, es geht darum, die Verhältnisse zu ändern, in denen genau dann das möglich ist. Denn es sind soziale Verhältnisse, die dem Weg stehen. Es ist nicht quasi, das kommt nicht aus dem Innersten jedes Menschen, dass er sagt, das interessiert mich nicht, sondern, und das fand ich auch sehr wichtig, das haben Sie auch angesprochen, wir leben in einer Zeit, in der es nicht mal mehr möglich ist, diese Auseinandersetzung. Weil wir leben in einer Zeit, wo man eine Stunde in der Früh, weiß ich nicht, noch vielleicht sogar im Auto sitzt, in die Arbeit fährt, 8 Stunden in der Arbeit sitzt, wieder zurückfährt, dann hat man Kinder, Care-Arbeit, muss das alles, man muss vielleicht jedes Jahr um seinen Job fürchten, man kann sich nichts mehr sicher sein und das ist natürlich gewollt und das verhindert Auseinandersetzung, das verhindert Gemeinschaft, das vereinzelt, das individualisiert und das ist aber ein System, das ist nicht die natürliche Form quasi irgendwie des menschlichen Zusammenlebens und deswegen müssen die Verhältnisse geändert werden, damit die Menschen geändert werden. Ändern kann. Also ich denke, das muss in der Bildungspolitik und ich habe ja auch noch vorbereitet gehabt, die Martha Nussbaum schreibt ein Buch, das ich sehr wichtig finde, wo sie sagt, nicht für den Profit, warum Demokratie Bildung braucht. Und da wäre es vom Kindergarten bis zur Uni, die kreativen Fächer nicht zu streichen. Die Kunstfächer, das Musische, das Tänzerische, also alles das, was Kreativität fördert, wird zusammengespart, weil das ist irgendwie ein Schnickschnack. Nicht? Und das wäre aber wichtig. Also das wäre wichtig, auch Gesprächskultur schon von kleinst auf, Gesprächskultur zu lernen, dass differente Ansichten nicht Feindschaft ist. Also wenn ich eine andere Position vertrete, dann bist du nicht mein Feind und ich nicht dein Feind, sondern wir können doch uns lieb haben und trotzdem unterschiedliche Positionen. Also das Lernen, das muss aber gelernt werden. Der Dialog muss gelernt werden. Wo sonst als in der Schule oder im Kindergarten, also in den Bildungseinrichtungen, wäre der Ort, dass man durchaus auch Falsches sagen kann.
Also wirklich, dass man auch mal falsch ist, dass Fehler eigentlich was ganz Tolles sind, weil das, also diese, wie soll ich sagen, eine bestimmte Fokussierung bei uns ist nicht, dass Fehler was sind, was Tolles, wo man sagt, ja, das durch die Aporien oder durch die Fehlwege bin ich jetzt eigentlich viel reicher geworden an Einsicht. Also so ein Umgang würde ich meinen, und Demokratie lernen in der Schule. In der Schule, aber eben nicht eine politische Bildung, wo halt irgendwie indoktriniert wird, sondern wirklich Demokratie lernen in der Schule. Da müsste man lang diskutieren, wie das geht. Also, ja. Sie haben beide auch erwähnt, Social Media und die ganze Digitalisierung. Welchen Faktor spielt das und beschleunigt das? Ist das ein Brandverstärker sozusagen? Also Social Media hat natürlich alles schneller gemacht. Aber ich bin überhaupt kein Fan davon, quasi irgendwie eine Ursache in Social Media zu sehen. Also es gibt spezielle Formen von autoritären Entwicklungen. Es gibt auch einen digitalen Faschismus, der genuin quasi aus den digitalen Logiken erwächst. Das könnten wir jetzt noch lange drüber reden, aber ich glaube, wir haben es mit so einem dezentralen und transnationalen Faschismus zu tun, der sehr stark auf diesen Kulturkampf-Narrativen über Sprache und Ländergrenzen hinweg funktioniert, der ganz viel in so einer Trolllogik und der auch, wo auch der reichste Mann der Welt offensichtlich mitshakert. Also das sehe ich auf jeden Fall, dass es eine quasi diese Gefahr kommt. Aber es ist nicht quasi dort entstanden, sondern Social Media ist Realität. Social Media ist kein Raum, in dem man geht, wie wenn ich da rausgehe und hier nichts passiert und es bleibt so, sondern Social Media ist eine Realitätsschicht, die mit dieser Realitätsschicht hier verwoben ist. Ja, nur weil ich jetzt hier sitze und nicht da irgendwas poste, existiere ich dort trotzdem als Persona weiter. Und man kann mit mir interagieren und man kann mit mir was machen. Und das ist wichtig zu verstehen. Und das hat, wenn wir uns jetzt wirklich zurückerinnern von 5, 6, 7, 10 Jahren, das war etwas, was eigentlich demokratischen und emanzipatorischen Bewegungen zum Durchbruch verholfen hat. Das war ein Aufbruch, ja? Und dort muss man halt wieder hin und das muss man auch nutzen. Man muss die Kämpfe auch dort annehmen, weil ich halt ganz, ganz wenig von dem, ach, das ist ja nur Twitter oder wer weiß, wie lange es Twitter noch gibt oder das ist ja nur da so im Digitalen, das ist nicht echt. Doch, das ist echt, das ist sehr echt. Und gerade diese Räume können ganz, ganz viel Positives bewirken. Ja, ich hätte es auch, also auch eher, nutzen wir diese Räume doch, für Aufklärung oder ich meine, die Gefahr sehe ich schon in der Anonymität. Nicht? Das ist, man schreibt sie vielleicht leichter, eine Gemeinheit. Also es ist schwieriger, wenn von Angesicht zu Angesicht was ganz Böses zu sagen oder solche Lügen zu verbreiten, als im Chat oder auf Facebook oder wo ich diese Anonymität, wo mich niemand sieht, wo ich mir irgendeine Fantasieidentität geben kann, das ist vielleicht schon eine Gefahr, aber ich bin selber auch auf Social Media und denke mir, nutzen wir den Raum doch, befüllen wir diesen Raum doch wieder mit Debatten, mit echten Debatten und mit, also wie weit das naiv ist von mir. Ich frage jetzt nach, weil ihr beide damit zu tun hast, das ist so ein bisschen naiv vor 20 Jahren gewesen, dass wir glauben, die Demokratie, und mein Modell, wie ich mir das erklären kann, ist, dass der Diskurs ist statistisch geworden. Das heißt, natürlich hatten wir diese Euphorie in den 0er und 1er Jahren, dass plötzlich zivilgesellschaftlicher Diskurs Öffentlichkeit bekommen kann, im Vergleich zu einem Mainstream-Medium-Kanonisierung. Jetzt haben wir aber eine Situation, wo sozusagen ein objektiver Kanon zumindest nicht mehr akzeptiert wird, sondern eine Fragmentierung in diese Diskursgesellschaften, Bubbles oder wie immer man sie nennt, aber die Verteilung der Gerechtigkeit, ob diese zivilgesellschaftliche Ambition auch sichtbar wird, übernimmt der Algorithmus. Und insofern sehe ich da, und der nächste Schritt ist, dass quasi sogar die Algorithmusverwaltung vom reichsten Mann der Welt gerade, im Idealfall zu Grabe getragen wird oder noch schlimmer von ihm kontrolliert. Also ich bin inzwischen schon ein bisschen pessimistisch. Also ich sehe vielleicht auch in Telegram eine gewisse Hoffnung, weil da quasi sich Diskursgemeinschaften zu gewissen Themen versammeln und zumindest transparent regeln sind. Jeder, der da drin ist, kriegt alles, was der postet, zu sehen. Vielleicht ist da noch eine Hoffnung von so einer Art Rekanonisierung.
Und noch ein Beispiel zu dieser Statistik. Wir haben halt quasi, und da sind, glaube ich, die liberalen Kräfte vielleicht noch ein bisschen zu gutmütig, wir haben irgendwelche, nehmen wir die Impfgegner, und wir laden die in eine Talkshow ein, und da sitzt ein Wissenschaftler, die kanonisiert sagt, es wäre ganz gut, wenn wir uns impfen, oder was auch immer sie gerade sozusagen auf Basis von Fakten behauptet, und dann sitzt der die andere daneben und sagt irgendeinen Impfgegner Blödsinn, Entschuldigung, und der Zuschauer, die Zuschauerin sagt, naja, zu 50% hat die Wissenschaft recht und die anderen 50%. Also wir haben sozusagen selbst im Massenmedialisierungsdiskurs, der ja durchaus auch in liberalen Medien stattfindet, haben wir sozusagen diese Aufwertung. Und das ist das, was wir vorher auch schon hatten mit dieser, natürlich wird dadurch der ganze faschistoide Diskurs salonfähig, weil plötzlich ist es eine von zwei gangbaren Varianten und nicht mehr ein Pfui-Gag, so wie wir uns früher, so wie wir uns jetzt vielleicht freuen, dass ein bisschen ein zivilgesellschaftliches Brodeln kurz sichtbar werden könnte, aber ich glaube, der Scheinwerfer oder der 5000-Watt-Fluter läuft längst woanders hin und hat ganz andere Spielregeln. Also ich bin bei eurem Optimismus, ich freue mich, dass die große Rhetorik noch hat, ich habe ihn nicht mehr. Ich glaube, dass Musk tatsächlich ein Problem ist aus vielen Gründen. Also das ist ja nicht nur Musk, sondern es ist auch Peter Thiel, all diese Ecke, die da kommt, könnte man jetzt ganz lange drüber reden, über Verschiebungen im Kapital und so weiter, aber das lassen wir. Maske ist ein Problem und es ist ein guter Grund, warum quasi die Offenlegung, die Transparenz von Algorithmen eine ganz wichtige Forderung ist für diese digitalen Räume. Und eigentlich quasi ist Twitter sowas wie kritische Infrastruktur, eigentlich sollte es nicht privat sein. Ja? Die Frage ist, wer dann und so weiter. Ja? Aber eigentlich sollte nicht ein Mann mit seinen Launen die Möglichkeit haben, da etwas zu tun. Ist so im Kapitalismus. Aber, und da würde ich es jetzt zurückgeben, es ist trotzdem, kippt das Spielfeld, aber trotzdem gab es ja diese Gatekeeper-Funktionen vorher auch. Die Medien waren ja nicht neutral, sondern wie ist überhaupt diese ganze Kulturkampfgeschichte so populär geworden über Fox News, ja? Und da müssen wir über Rupert Murdoch und was der kontrolliert, über die Koch Brothers und so weiter reden. Und auch in Österreich sind die Medien privat, ja? Und da gibt es Interessen von Besitzern und so weiter. Und das hat auch dazu gedient, dass bestimmte Meinungen nicht so vorgekommen sind, wie sie vielleicht hätten vorkommen sollen und dass andere Dinge überrepräsentiert sind, weil sie Klicks, Auflage, Emotion bringen. Ja, also das ist keine neue Logik, aber natürlich, sie wird jetzt global angewandt. Ich habe den Optimismus deswegen, weil sich wirklich gute und robuste Netzwerke gebildet haben. Ja, ich habe den Fokus auf Twitter, aber auch überall anders, weil sich Leute gegenseitig bestärkt haben, die sonst nirgends oder wenig Möglichkeit hatten, Möglichkeit hatten, das quasi dieses Outlet zu haben. Und das ist nicht nur jetzt auf dieser, also es ist auf der aktivistischen Seite, es ist aber auch auf der akademischen Seite, gerade bei der Pandemie, wo diese Impfgegner ganz groß geworden sind. Und also man hat den Leuten live beim Arbeiten zuschauen können. Ja. Das heißt, die wichtigsten Virologinnen und so weiter der Welt haben, bevor sie es überhaupt als Preprint im Lancet oder wo auch immer hatten, haben sie ihre Erkenntnisse auf Twitter vorgestellt. Und das ist so großartig, das ist so toll, wenn man diesen Leuten einfach quasi im Live-Ticker zuschauen kann, wie sie versuchen, eine Krise zu bewältigen. Und das kann Social Media. Und daran möchte ich festhalten und da möchte ich bis zum bitteren Ende, bis Musk irgendwann das Licht abdreht oder Schlimmeres macht, möchte ich um diese Räume kämpfen. Das nächste Panel handelt ja dann von Data, Technology und the Arts. Ich möchte aber trotzdem vielleicht eine Frage noch, wenn aus dem Publikum jemand noch was kommentieren oder fragen will, bitte. Vielleicht noch ein bisschen ein anderes Thema zurück zu dem, was Sie am Anfang gesagt haben, zum Begriff des Konservativen. Kann man denn überhaupt noch, Sie haben sehr, sehr unterschiedliche Systeme angeteasert, kann man hier noch von einem gemeinsamen Kleinstnenner ausgehen? Ich habe vor langer, langer Zeit, meiner Kinderzeit gesprochen, das ist darum gegangen, wie sich der Begriff des Konservativen innerhalb von wenigen Jahrzehnten, das war Anfang des 20. Jahrhunderts, circa Mitte des 20. Jahrhunderts, wie das verändert hat, wenn ich mir heute anschaue, Polen, USA, Österreich,
wo finde ich denn hier noch dieses Moment, das uns berechtigt? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe es insofern für das Buch so gelöst, dass ich einfach auf die Selbstbezeichnungen, ja, also ich rede von Parteien, die in organisatorisch auch eingebunden sind in die Parteienfamilie des Konservatismus. Das ist jetzt keine normative Wertung, ob die das Recht haben, sich konservativ zu nennen oder nicht. Aber es ist natürlich eine interessante Frage. Also der Thomas Bierbrecher arbeitet dazu in Deutschland sehr viel. Das ist super spannend, sich auch quasi inhaltlich damit auseinanderzusetzen, was heißt denn konservativ. Und da gibt es ganz viele Meinungen, da kommt auch die Faschismusforschung ins Spiel, weil da immer die Frage ist quasi, wo positionieren wir denn den Faschismus? Ja, ist es eine, das wäre auch meine Position quasi, die vierte Ideologie zu den drei klassischen, Konservatismus, Sozialismus, Liberalismus, was im 19. Jahrhundert aufkommt, und ist der Faschismus quasi die vierte Ideologie dazu, oder ist es eigentlich ein radikalisierter Konservatismus? Da gibt es zum Beispiel den Flo Wenninger, der das in Hinsicht auf den Austrofaschismus argumentieren würde, dass wir hier eigentlich Faschismus aus dem Konservatismus direkt erwächst. Ja, da kann man viel diskutieren. Aber es ist eine spannende Frage, wo beginnt denn der Konservatismus und wo hört er auf? Ich muss dazu sagen, es geht mir jetzt auch nicht nur darum, hier quasi einen Begriff zu klären. Es geht nicht um eine reine Begriffshoberei, sondern auch darum, dann tatsächlich von diesem Begriff ausgehend auch Strategien entwickeln zu können oder Gegennarrative. Und ich glaube, dass diese unterschiedlich und dass uns möglicherweise diese Hoffnung auf das ganz große Narrativ, dass diese Hoffnung so nicht. Ja, also mein Fokus ist im Moment, wo beginnt der Faschismus? Ja? Ohne alarmistisch zu sein, weil das hilft uns nicht, und aber auch ohne es auch nicht zu rigide und zu historisch den Begriff zu haben. Und ich glaube, in einer Zeit, in dieser Krisenzeit, wie die, wo alles verschwimmt, wo alle Wahrheiten verschwimmen und wo sehr viel kippt, ist es auch nicht mehr so klar, wer was eigentlich ist. Wir müssen leider schließen. Herzlichen Dank. Ich glaube, sehr, sehr spannend und noch viel Stoff zu besprechen. Frau Strobel, herzlichen Dank. Frau Buchheimer, herzlichen Dank, wirklich. Vielleicht sind Sie noch ein bisschen da. Ansonsten, Julia, auch dir herzlichen Dank. Es geht jetzt noch weiter mit dem nächsten Panel zum Thema Theater, Technology and the Arts. Danke.